Was geht, Freunde? Euer Lieblingssohn Kiro ist wieder back am Start auf der YouTuber-Insel. Die Jungs hier wollen mir gleich was erzählen wegen einer komischen Scheinallianz mit den Schattenkriegern und so. Aber als ich das gehört habe, fand ich die Idee gar nicht mal so schlecht und ich glaube, ich werde Yu heute mal zumindest fragen, ob er nicht wirklich irgendwie vielleicht mal ein Höllenkrieger sein möchte. Deswegen, Jungs, also, ihr wollt mir über diese Allianz, wolltet ihr mir was erzählen, diese Scheinallianz oder was auch immer ihr da jetzt gemacht habt? Ja, Bro, was habt ihr da gemacht mit den Schattenkriegern? Wow, Steinchen. Nein, also ich sag dir ehrlich, Kiro, ja. Ist vieles passiert. Wir waren bei der Schattenkrieger-Base, ja. Ja? Oder gesagt, bei der Höllenkrieger-Base. Ja, wir haben uns sozusagen mit Sion so verbündet mit den Schattenkriegern. Ja, wir haben eine Allianz mit denen. Oder wollten eine machen, ich weiß nicht, ob das jetzt zählt. Ja, Bro. Auf jeden Fall, ja, wir und die Schattenkrieger, yeah! Wir sind die Schattenlöllekrieger. Schattenlöllekrieger. Ja, aber also ich habe halt so ein bisschen nur um 10 Ecken das halt mitbekommen, dass es halt darum ging, dass ihr gegen Kristallkrieger halt geschossen habt. Aber was habt ihr da gemacht, Digga, ey? Ja, gegen die Kristallkrieger, weißt du noch. Wir haben gemacht, damit wir mit unseren neuen Freunden spielen können. Die sind zu gut, ich sag ehrlich. Zu schlecht, ja. Ja, Bro, ich sag mal ganz ehrlich, im letzten Livestream sind die Kristallkrieger aber auch halt einfach, Weiß ich nicht, Digga. Die waren nur zu zweit, sind unterrepräsentiert und machen die ganze Zeit hier Unfug auf der Insel, Bro. Ja. Also es geht sowieso gar nicht fit. Aber deswegen, Jungs, glaubt ihr nicht, das wertvollste Mitglied wäre, wenn wir Sio oder so zu den Höllenkrieger herholen? Alter, gute Idee. Digga, weil ich meine, sehr viele Leute, gerade aus seiner Community, hören ja so auf ihn. Und jetzt stell dir vor, der rückt die Höllenkrieger so ins richtige Licht und so, Alter. Ich werde den, glaube ich, vielleicht bestechen. Habt ihr noch ein paar Gold dafür oder so, die ich ihm geben kann? Nee, leider nicht. Ich hab was anderes wie dich. Ey, Steichel, Mann, das ist so ekelhaft, Mann. Ich hab ein Geschenk, was du ihm geben kannst. Also, ja, zeig mal. Hier paar lange Endstäbe. Wow. Das ist ganz toll. Was? Das mit Beule? Ja, ich hab tatsächlich noch ein Steak. Das kannst du ihm alles schenken. Das sind ganz lange Endstäbe. Ja, super, guck, super. Mal, du kannst die so machen. Digga. er wird sich bestimmt freuen, glaube ich, darüber oder so. Yeah, keine Ahnung. Ja, man kann so viele Sachen machen. Vor allem, man kann sie hinlegen oder kannst du sie zum Beispiel draufsetzen. Ja. Steinchen, ich glaube, du musst nochmal zum Therapeuten. Aber ansonsten, Jungs, ich glaube, wir müssen mal den Alpha Tower wieder auf Vordermann bringen, weil das sieht hier gar nicht gut aus, was hier passiert. Nein, Digga, ich weiß, das ist nicht mehr unser Zuhause, aber das ist unser Wahrzeichen. Bro, was tust du? Warum nicht? Bro, warum? Digga, das ist unser Zuhause mal gewesen. Ja, jetzt nicht mehr. Ich finde das echt schrecklich. Ich habe den Alpha-Steinchen aufgebaut. Ja, so eh nicht. Ich habe das ja alles gebaut. Kannst du mir nichts sagen? Hast du eh nicht. Ja, egal. Jungs, habt ihr noch irgendwas vor, irgendjemanden auszuspionieren? Weil ich würde dann einfach zu Sue jetzt gehen. Dann viel Spaß, Beule auszuspionieren. Ja, doch. Tschüss. Ja, okay. Setz deinen Helm ab, dann kriegst du einen Bussi auf die Stirn. So. Okay, tschüss, ciao, Papa. Jungs, tschüss. Ja, genau. Hoffe ich, Papa zu nennen. Digga, was ist mit den Jungs falsch? Aber ey, das klingt doch schon mal gut, weil ich glaube, Sio hat dadurch safe schon mal Vertrauensgefühle oder so gegenüber uns. Ich weiß gerade nicht, wie ich das genau nennen soll. Guckt euch das mal an. Die YouTuber-Insel sieht gerade richtig, richtig hässlich aus. Hier ist kaputt, da ist kaputt, da drüben ist kaputt. Ich frage mal am besten jetzt, wo Sio sich rumtreibt. Und ich werde ihm direkt mal irgendwie so, keine Ahnung, ein paar Goldäpfel schenken oder so. Weil das mit dieser Allianz, ob die jetzt scheinbar oder echt oder was auch immer, das fand ich halt eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also, wie gesagt, Sio wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr stabiles, gutes Mitglied für die Höllenkrieger. Gerade weil er halt einfach auch die stärkste Community hat. Der könnte die Höllenkrieger in das Licht rücken, was wir eigentlich ja auch stehen. Weil die Schattenkrieger sind halt eigentlich die, die immer richtig... ja, Fitner machen und so Sachen und alles kaputt und irgendwelche Leute verfolgen, die keine Items haben. Deswegen, ich schreibe ihn jetzt einfach mal am besten an und warte mal hier noch kurz. Ich glaube, hier bin ich ganz sicher. So, Freunde, er hat mir gesagt, er ist bei der Schattenkrieger-Base. Und ich glaube, Pischta oder so hat da auch schon irgendwie nochmal was weitergebaut. Also, ich bin gespannt. Okay, so, oha.
Ey, Sue, altes Haus. Ist er da? Hä? Ah, bist du hier gerade am Renovieren oder wie schaut's hier aus? Schreck mich doch nicht. Und jetzt habe ich dich schon wieder Bro genannt. Ja, normal, ey. Oha, oha. Was willst du hier, Kiro? Ey, also, was ihr hier aus der Base gemacht habt, echt schön. Also, Nein, also, nee, das ist nicht mein Plan. Ich habe nur so ein paar Dinge so gehört. Ey, zieh nicht auf mich, Mann, chill. Ja, dann bleib dort und komm nicht rein. Okay, ich bleib hier, du bleibst da, alles gut. Ich habe auf jeden Fall ein paar interessante Dinge gehört und da wollte ich auf jeden Fall mit dir quatschen, also nicht über diese Dinge. Diese Dinge haben jetzt dazu geführt, dass ich bei dir bin. Und ich wollte dir mal hier so 5 Goldäpfel mal geben. Hä? Warum seid ihr alle auf einmal so korrekt? Ja, komm mal mit. Wenn du wirklich korrekt mit mir reden willst, dann werde ich dir auch diesen Respekt geben. Und oha. Deshalb lass uns mal hier in den Gesprächsraum reingehen. Digga, wer hat das hier alles so umgebaut? Das ist auf einmal komplett anders. Hier, okay? Nein, alles gut. Du stellst dich genau hier hin, und stell mich auf die gegenüberliegende Seite. Ja, okay, das macht Sinn. Ah ja, ich hoffe, es ist nicht zu dunkel bei dir jetzt. Nee, es ist okay. Was wäre hier eigentlich? Geh mal weg. Oh, ich hab wohl... Und deine faulen Eier lässt du auch weg, haben wir uns verstanden? Ja, ist weg. Ich hab eine Karotte in der Hand. Das sind Endstäbe, die sind von Steinchen. Wie sind das denn? Das sind irgendwie 54 oder so. Habt ihr die uns abgezogen oder was? Keine Ahnung, die hat mir Steinchen gegeben. Sag mir nicht, ihr habt die von da oben abgebaut. Ah, du bist doch mehrere Stunden Farm dafür, was ist das? Bro, ich sag dir ganz ehrlich, die 2 Holzköpfe könnten natürlich dafür stehen, deswegen habe ich sie wahrscheinlich auch von Steinchen bekommen, aber das ist nicht immer ein Auftrag. Ich weiß, ich bin Anführer von diesen Holzköpfen, aber das ist definitiv nicht in meinem Auftrag gewesen, sollte ich da irgendwas gemacht haben. Was willst du jetzt von mir, was soll ich hier machen? Okay, und zwar habe ich mitbekommen, dass es wohl letztens ein sehr interessantes Gespräch zwischen Höllenkrieger und Schattenkrieger gab. Richtig. Und da wollte ich noch deine Seite der Dinge auf jeden Fall wissen, weil Steinchen und Snoopy haben mir dazu auch schon interessante Sachen erzählt. Komm mal mit. Okay. Du willst also mit mir jetzt genau über das Thema reden. Du siehst hier das, was wir hier errichtet haben, oder? Ja, richtig. Das ist auf jeden Fall crazy. Guck mal, was passiert denn da? Eure Leute bekriegen sich ja schon gegenseitig selbst, aber ich kenne das nicht. Ja, es ist nur Beule. Es ist nicht so schlimm. Ich fühle mich hier gerade nicht wohl mit dir hier in dieser... Ey, was soll das jetzt? Wo viel Zeit und Arbeit reingesteckt wurde, genau jetzt mit dir darüber zu reden. Deshalb werden wir genau hier das Gespräch führen. Ja, okay, ich komme. Hier ist es hell, hier ist es sonnig, hier ist es schön. In alle Fälle ich ins Wasser dich pushen kann und du dann schön... Ja, okay, ey, ich habe nichts vor, sonst würde ich hier nicht deinen Worten Gehorsam leisten. Vertraue mir. Also, du musst dir vorstellen, wir wurden eingeladen. Zu dem Zeitpunkt warst du nicht da. Richtig. Wir haben uns eingeladen. Wir sollten mit denen ganz normal reden. Und zwar, das Gespräch basierte darauf, dass sie auch gesagt haben, ey, hier, guck mal, die Kristallkrieger, die haben Macht mit ihren ganzen Kristallen. Und deshalb kam quasi das Gespräch zustande, ey, Schattenkrieger, ihr seid gefühlt die Schwächsten gerade, warum sollen wir nicht eine Allianz bilden? Ja, das klingt soweit vernünftig. Fertig machen. Und ich denke mir, ey, wollt ihr mich gerade verarschen? Ihr habt doch bei uns alles kaputt gemacht und wollt jetzt mit uns Frieden schließen, oder was? Wir haben doch nichts kaputt gemacht, was meinst du denn? Ja, im Sinne von, ich rede jetzt nicht von den letzten Tagen, sondern von der Vergangenheit, was alles ach so, ja, ist. So Toilettenkrieger-Base und so, verstehe, okay. Ja, genau, und das ist das Ding. Und deshalb, aber das ist die Vergangenheit, Bro, das ist die Vergangenheit. Deshalb kannst du vielleicht mit den anderen darüber reden, aber ich werde auf jeden Fall erst mit der Community darüber reden müssen. Und das erfordert natürlich ein bisschen Zeit. Ja, okay, das kann ich auf jeden Fall verstehen, aber deswegen bin ich ja jetzt als Anführer bei dir, weil ich glaube, so wie ich das mitbekommen habe, war Timmy ja auch nicht mal bei diesem Gespräch da. Das heißt, keiner der richtigen Anführer war bei diesem Gespräch beteiligt und deswegen, ich glaube, wir können voneinander profitieren. Voneinander profitieren? Ist es das, was du mir wirklich gerade sagen willst? Womit profitieren wir denn, wenn wir zu euch kommen? Guck mal, also eins steht ja wirklich im Raum. Ihr seid ja wirklich gerade die Schwächsten. Das kannst du ja auch so nicht leugnen. Das heißt, die Kristallkrieger kommen mit ihren Crystals, ballern ist das euch weg. So? Ist das so? Natürlich. Allein wegen diesem Grund, wegen dieser Aussage, will ich jetzt nicht mehr mit dir reden. Ey, jetzt hör doch erstmal ganz zu, okay? Komm, gib mir eine Chance. Eh wieder schlecht da. Nein. Ich habe nur die Fakten gerade aufgestellt. So, mehr nicht. Das sollte keine Beleidigung sein. Vertrau mir. Die Fakten, okay, so, verstehe. Also, was die Schattenkrieger von den Höllenkrieger hätten, wäre auf jeden Fall Schutz. Wir haben krasse Items, dies, das.
Das wäre auf jeden Fall möglich, weil du siehst ja hier mein Slingshot in der Hand, ein Ei und das sind 2-3 Leben einfach weg, je nachdem. So, die anderen, also Steinchen und Snoopy machen auch ihr Faxen, die haben ja in dem Livestream, haben die gigantisch krass viele Leute gekillt einfach damit. Also, wir sind stark und ihr habt Informationen über die Kristallkrieger. Ihr habt vielleicht Baupläne oder sonstige Sachen, die, was ihr über die weiß. Gerade wegen Flo, du und Flo hatten ja auch immer ein gutes Verhältnis. Das heißt, ihr habt wichtige Infos für uns, die wir vielleicht nutzen könnten. Hm. Ich verstehe auch, was du hinaus willst, absolut. Aber weißt du, ich will mich jetzt auch nicht von dir irgendwie leiten lassen oder manipulieren lassen. Deshalb, ich brauche halt meine Zeit. Ich werde mir auch alle Kommentare eventuell vielleicht angucken und deshalb... Die Leute können ja auch bei dir reinschreiben, was jetzt Sache ist und dann könnt ihr mal... Ja, wer weiß, vielleicht entsteht das nicht, dazu will ich jetzt auch nichts weiteres sagen. Ja, das wäre wichtig. Vielleicht habe ich auch meine Meinung schon gebildet und sage dir das extra nur so, dass du mich in Ruhe lässt, aber weißt du was? Ja, ich werde mich jetzt in Ruhe lassen und vielleicht können wir die Tage nochmal darüber reden, aber jetzt möchte ich nicht mehr. Wir sind nochmal 3 Goldäpfel zum Nachdenken auf jeden Fall. Hä? Goldäpfel sind so wichtig und ihr droppt die einfach so? Ja, nochmal 3 Goldäpfel zum Nachdenken. Ja, wirklich. Deswegen, ich lasse jetzt die Zeit zum Nachdenken. Ich will keinen Druck ausüben. Ich bedanke mich Mach dein Ding. Nicht dafür. Okay, wir sehen uns. Okay, Freunde, das klang doch gar nicht mal so schlecht, was wir hier tun. Okay, ich bin auch tatsächlich überzeugt, dass er so mit sich reden lassen hat und nicht, dass er irgendwie direkt komplett Ausraster geschoben hätte oder sonstiges. Okay, Freunde. Ich glaube, ich muss mit Timmy jetzt definitiv noch darüber reden, was gerade passiert ist und was er von dieser ganzen Situation hält. Weil wenn wir wirklich es schaffen, die gesamten Schattenkrieger auf unsere Seite zu ziehen und eine Allianz zu haben, das wäre wirklich das Krasseste, was passieren kann. Ich muss jetzt Timmy noch auf jeden Fall rankriegen, weil Snoopy und Steinchen hatten diese Idee irgendwie ursprünglich. Ich weiß gar nicht, die haben plötzlich ihre Gehirnzellen zusammengetan und dann ist das dabei rausgekommen. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Aber ja, auch wenn wir dann gegen die Kristallkrieger mehr schießen können, dass die Schattenkrieger ein bisschen mehr Vertrauen in uns haben, dann wäre das auch schon richtig, richtig wichtig und gigantisch. Das wäre super, super krass. Deswegen, ja, ich hole jetzt auf jeden Fall Timmy ran. Der wird bestimmt bei der Nether-Festung wieder sein, so wie ich ihn kenne. Und vielleicht sich in Bemitleidung ziehen, weil er kein Item hat oder so. Aber ey, ich kann auf jeden Fall sein Gefühl nachvollziehen. Deswegen, ich schaue jetzt einfach mal, wo Timmy ist und berichte ihn darüber. Das wird richtig krass. Was macht ihr, Papagei? Okay, Freunde, ich gehe jetzt zu der Nether-Festung und schaue einfach, ob Timmy da ist. Ich hoffe jetzt einfach mal auf gut Glück, weil irgendwie ist er immer da und weint rum, dass er kein eigenes Item hat. Egal, ich muss ihn davon überzeugen, dass es auf jeden Fall sinnvoll ist, dass Hugh mit uns eine Allianz hat oder sonstiges. Also ich habe ihn schon richtig gut überzeugt. Warum ist Tri dann hier? Ich wollte doch einfach... Timmy jetzt hier finden. Warte mal, was macht der da im Gefängnis? Hä? Moment, ich muss da irgendwie rüberkommen. Oh, hat er mich gesehen? Nein. Hat er da irgendwen eingesperrt oder so? Was ist das denn? Oh mein Gott. Die sperren hier irgendwelche Piglins ein? Digga, die wirklich so rang die ganze Zeit dazu, irgendwelche Leute als ob der mich nicht gesehen hat. Oh mein Gott. Jetzt bin ich ja selber reingelaufen. Welche Enderman, welche Piglins sind hier eingesperrt? Oh mein Gott. Was ist denn mit denen los? Wie komisch. Aber egal, wir machen mal gucken. Wo geht der hin? Wo geht der hin? Hä? Ist der völlig von der Rolle oder was? Wir haben die Enderman nicht mal eingesperrt. Was labert der eigentlich? Oh, geh weg. Oh mein Gott. Der verrät mich gerade. Also ich meine... Keine Ahnung, die Allianz zwischen den beiden. Was, der weiß von der Allianz? Von Höllenkriegern, von Höllenkriegern hätte ich es eigentlich erwartet, aber noch nicht von den Schattenkriegern. Warum sollte man eine Allianz unter Höllenkriegern bilden? Das ist doch einfach nur so los, wirklich. Ich glaube, der redet gerade mit seinen Zuschauern oder so. Stecken die sich hier sogar? Ist runtergefallen. Warte mal. Diese Base, die ist so weird einfach. Was soll das überhaupt darstellen? Bestimmt haben sich hier noch irgendwie was versteckt oder so, also irgendwelche noch mehr OP-Items, die, von denen wir noch nichts wissen. Hiro hat ja seinen komischen Eischleuder jetzt. Snoopy sein Freunde, irgendwas stimmt mit dem nicht. Warum ist der hier bei uns in der Base? So? Ich muss ihn gleich mal ansprechen. Was haben denn Beule? Was hat denn Tobi? Was mit dem Rest? Das kriegen die gar nichts oder was? Das kann auch nicht sein. Vielleicht sagt er auch noch irgendwas sehr Interessantes. Aber egal. Wir müssen jetzt zurück zu den Kristallkriegern. Wir gucken mal, was da bei denen abgeht.
Hey! Hä? Frieden! Hast du mich die ganze Zeit belauscht oder was? Ich bin jetzt gerade per Zufall hier reingekommen. Was suchst du hier eigentlich bei uns in der Base? Erzähl mir mehr über die Allianz zwischen dir und den Schattenkriegern. Bro, ich war da nicht dabei. Was ich weiß, wahrscheinlich weißt du nichts davon, Alter. Ich bin gerade selber im Informationen beschaffen, aber ich hab gehört, dass du da auf jeden Fall dabei warst bei dieser komischen Aktion. Wo soll ich dabei gewesen sein? Bei der Allianz? Nein, bei diesem komischen, ich weiß nicht, wie soll ich das nennen? Kampf bei der Schattenkrieger-Base? Dass ihr da irgendwie angefangen habt? Hey, Kampf hin oder her? Ja, ich war dabei, aber meinst du da, wo Chaos dabei war oder was? Ja. Ja, ich war dabei, aber das war nicht wirklich ein Kampf. Da hat Sue uns zuerst attackiert oder hat den ganzen Paxen gemacht. Aha, da habe ich aber andere Dinge gehört, sag ich mal so. Was hast du denn gehört? Also hast du, ich habe einen Beweis, dass Sue Chaos attackiert hat mit seinem Schwert. Ja, was denn für Beweis? Bodycam oder was? Ja, ich hab doch Videobeweise, hä? Ich weiß nicht, was du hast, aber ich habe Videobeweise, dass... Komischerweise galten aber diese Videobeweise für Sue nicht, als wir gesagt haben, dass ihr Kristallkrieger für alles übel gerade hier verantwortlich. Ja, ich würde sagen, dass du erst mal dich ausdrücken lernen solltest und dann kannst du mit mir reden. Aber Q, ja, Bro, ist doch klar, dass du die Schattenkrieger beschützt, wenn ihr eine Allianz habt. Also ich würde nicht sagen, dass wir eine Allianz haben. Die stinken mir noch ein bisschen zu viel, aber... Ja, mal schauen, was man daraus machen kann, weil die Situation lässt doch ganz gut. Die Situation ist ganz gut, ja, ich merke schon, alle gegen uns auf einmal, ne? nichts zu tun haben. Ey, ihr seid doch selber schuld! Ihr seid selber schuld, sag ich dir! Warum sind wir selber schuld? Was haben wir denn getan? Ja, guck dir doch mal die YouTuber-Insel aktuell an, weißt du, wie hässlich die geworden ist wegen euch? Überall eure dämlichen Obsidian und sprengen wir nur dies und das. Guck mal, sogar die Löcher hier, die Löcher bei uns hier in der Festung. Guck mal, der Gas greift jetzt sogar die ganze Zeit an. Du kannst ihn nicht mal irgendwie fertig machen. Boah, wie schwach hier. Ja, der macht mir auch nicht mal Schaden, Digga. Guck. Guck mal, ich helfe dir sogar. Aber mach mal die Schilder hier. Auge auf euch. Augen auf euch. Hi. Was? Initialisiere. Und lass dein Like un. Okay, Bro, okay, irgendwer trollt hier. Das könnte Chaosflos Schrift sein, weil der sagt doch immer hier so liken und so, ne? Und hier steht www. Ah ja. Und hier steht gar nichts? Moment. Wenn ich mich recht entsinne, dann müsste hinten... Boah, Digga, Alter, was soll das denn hier die ganze Zeit? Ja, hier steht doch was. Was steht hier? Ja, oha, wow, bist du cool, Alter. Freunde, der geht bestimmt zu seiner Kuppe oder so. Ich gehe da jetzt ganz schnell hinterher. Ich glaube einfach, der hat noch mehr Informationen, die er mir nicht sagen will. Weil es kann ja nicht sein, dass plötzlich eine Scheinallianz irgendwie zustande kommt oder sonstiges. Und dann Tridan, der Kristallkrieger, plötzlich so reagiert. Das macht irgendwie alles gar keinen Sinn. Ist er vielleicht hier jetzt irgendwo? Ja, da unten ist er. Ich sehe ihn. Ich muss da irgendwie rankommen. Warum sollten Kiro und die Höllenkrieger mit den Schattenkrieger wirklich eine Allianz machen? Ja, der nimmt safe gerade auf. Warum fragt Kiro mich auch noch eine Allianz? Verstehe ich nicht. Er hat doch so ein Angebot gemacht, dass wir irgendwie zusammenarbeiten können oder so. Aber stimmt, Freunde, das habt ihr in meiner Aufnahme gar nicht gesehen. Das war in Tridans Aufnahme. Da habe ich ihn nämlich gefragt, die Kristallkrieger können ruhig ein Handelsabkommen mit uns haben. Also so sozusagen auf Schutzbasis der Höllenkrieger. Weil ich finde, man kann die Gegenseite ein bisschen aufhetzen. So. Nichts macht irgendwie richtig Sinn. Nichts ist richtig, nichts ist falsch. Moment. Ich weiß nicht, was ich tun soll, aber das Angebot... Was war das? Hast du das gehört? Ist hier jemand? Hallo? Nee. Ich weiß nicht, was das war. Auf jeden Fall. Okay. Das Angebot von Kiro, schön und gut, aber ich werde das auf gar keinen Fall annehmen können. Wahrscheinlich werde ich meine Kriegsleiter verraten, indem ich eine Allianz mit Kiro bilde oder beziehungsweise mit den Höllenkriegern. Bro, das wäre so strong, Alter. Ich muss ihn unbedingt noch dafür überzeugen. Real Talk. Wir müssen die Gegenseite so krass aufhetzen. Zu 1 Million% ablehnen werde, weil, Leute, jetzt mal Spaß beiseite, wir sind nicht so und ich bin auch nicht so, ich werde das auf gar keinen Fall tun. Das werde ich mir die Tage auf jeden Fall erzählen. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Okay, ich glaube, der hat... Was höre ich hier die ganze Zeit? Ich habe gar nichts gemacht. Ist hier jemand? Hallo? Ich glaube, der ist total gaga.
Es wäre wirklich zu viel. Ich gehe hier weg. Was soll das? Die Welt wieder belauscht oder was? Der hört auf einmal Stimmen, Alter. Okay, er haut ab. Okay, Freunde, aber ich werde das definitiv noch irgendwie hinbiegen, dass das Tridan, sag ich mal, auch noch da irgendwie mitzieht. Also wenn ich es schaffen kann, dass die Schattenkrieger mit uns zusammenarbeiten sozusagen und die Kristallgiga mit uns zusammenarbeiten, dann können wir die Giga aneinander ausspielen, Alter. Freunde, ich glaube, ich brauche wirklich auch eure Unterstützung ganz, ganz kräftig und zwar... Ich schaue ja nicht jedes Video von allen Einzelnen an. Das heißt, wenn ihr mal bei Tridan oder Sue vorbeischaut oder so, oder allgemein bei den ganzen Schattenkriegern, ob die da irgendwie was verlauten lassen, dass sie Interesse haben, wegen dieser Zusammenarbeit, nenne ich es jetzt einfach mal, dass wir die einfach gegenseitig komplett hopsen könnt, dann schreibt es mir unbedingt unten rein, wenn ihr da irgendwas mitbekommt. Weil ihr habt da auf jeden Fall ein bisschen mehr Übersicht über die ganze Geschichte, wenn die Leute was hochladen und was sie in ihren Videos sagen. Aber ich fand, dafür, dass die Folge, sag ich mal, nicht so actiongeladen war, war sie aber einfach extrem informativ. Vor allem, weil ich ja das mit diesem Kampf da in der Schattenkriegerbase und diese Allianzgeschichte auch total verpasst habe. Und ich da halt eben nicht dabei war, weil ich da gerade zu tun hatte. Was natürlich doof gelaufen ist. Und Timmy war auch nicht da. Das heißt, keiner der Anführer der Höllenkrieger konnten da irgendwie teilnehmen. Das ist natürlich doof gelaufen. Aber sei es drum, ich habe jetzt die Informationen, die ich will. Ich habe Sio ein bisschen bestochen oder Geschenke gemacht. Tridan habe ich noch ein bisschen ins Gewissen geredet. Und ja, mal schauen. Ich werde ihn nochmal vielleicht kriege ich ihn einfach auch nochmal dazu, ein bisschen einzuknicken und auf so ein Handelsabkommen einzugehen, weil ich glaube, er hat jetzt auch selber gecheckt, dass die komplette Insel gegen den Kristallkrieger sind. Und das ist einfach viel zu krass, Freunde. Wann gab es denn so ein heftiges Crossover mal, dass die Schattenkrieger und Höllenkrieger mal so miteinander ein bisschen funktionieren können? Aber ich muss das jetzt genauer noch beobachten. Wie gesagt, schreibt mir unbedingt die wichtigsten Dinge in die Kommentare, dass ich Bescheid weiß. Und ansonsten liken, abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und haut diese Glocke komplett kaputt.